Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Hearthstone. Wir haben den 1. Mai jetzt gerade, 0:42 Uhr. Ich weiß, bei euch müsste Freitag sein, also schon wieder ein paar Tage rum. Ich bin ein paar Tage nicht da, deswegen nehme ich auch ein bisschen vor auf. Ich habe mir im Mai eigentlich vorgenommen, mal so, vielleicht mal so Richtung Rang 12, 11, 10 zu schnuppern. Bisher war ja das Beste 13. Versuche mal mit denen hier jetzt klar zu kommen. Gegen Priester. Jetzt in der Meta auch nicht so krass. Ich glaube, wir können relativ schnell die dreckige Ratte ausspielen. Da dürfte eigentlich nichts Schlimmes passieren. Ich mag den Todesröcheln Priester eigentlich sehr gerne spielen. Der hat leider nur kaum Bedeutung aktuell in der Meta. Er heilt sich, okay. Ja, dann würde ich sagen, dreckige Ratte. Zieht er zumindest schon mal keine Karte. Und er kriegt ihn nicht down. Gucken wir mal, ob der vorbeikommt. Schattenwort schmerzt schon mal einmal weg. Doofe ist, wenn ich 5 Rüstung habe. Na, wir machen mal den hier. Nehmen einen kleinen Spot. Ich versuche mal gerade ein bisschen Rüstung aufzubauen. Vielleicht kriegen wir das hin, dass wir vielleicht in der nächsten Runde. Noch nicht. Heilt ihn wieder, alles gut. Können wir den spielen? Den und den. Dann haben wir 7 Schaden. Das müsste reichen. Gucken wir mal. Also er geht rauf, eventuell. Oder Schattenbordschmerz. Nee. Weil den 5-8er will ich natürlich verkammen. Er gibt ihnen 2 Leben. Er ist bei 7. Oh, er gibt ihnen Leben. Okay. Dann können wir eine Karte ziehen. Töten ihn. Haben in der nächsten Runde 6, 7. Bringt uns nichts. Wollen wir die Waffe anlegen? Bringt das was? Wir können in der nächsten Runde 3, 4, 5, 6. Ja, ohne Coin spielen. Können wir nochmal eine Karte uns holen? Also 2 ja dann Minimum. Indem wir ihn spielen, einen Schaden zufügen, haben wir eine Karte. Ja, machen wir. Den. Den. Oha. Eigentlich beide. Oh, ich muss, glaube ich, gleich niesen. Scheiße. Oh, warte mal. Drei. Den wird er heilen. Und dann heilt er sich die ganze Zeit. Das ist natürlich mega ätzend. Will ich ihn nicht mehr haben? Oder will ich ihn nicht mehr haben? Eigentlich ist er doof, aber nicht keine Katastrophe. Der kann schlimmer werden. Also, den will er wahrscheinlich wegtraden. Dann können wir in der nächsten Runde ihn und ihn spielen. Oha, okay. Können natürlich. Oha, okay. Machen den. Und jo, genau. Und holen uns ihn hier.
Und ja, gehen einmal hier rauf, würde ich sagen. Dann haben wir auch das Maximum an Karten mit ihm geholt. Er kriegt ihn down, ja, okay. Damit sogar, okay. Ja, dann ist aber Schattenwort Schmerz, wenn er das nicht gerade als Zauber bekommen hat, auch weg. Aber das wird eine enge Kiste. Jetzt kriegt er noch eine Karte von mir. Das könnte schon fast gewesen sein. Problem ist, wir kriegen keinen weggetradet von ihm. Das ist ein bisschen nervig. Er ist nicht bei 4. Hat er mich schon down? Er killt ihn, heilt ihn vorher. Und dann hat er noch 9. Wenn ich ihn angreife. Weil so verliert er ihn sonst nicht, ne? Wenn er hier angreift, hat er noch ein HP, heilt ihn oder wie auch immer. Natürlich kann er den auch heilen, damit er nicht stirbt. Wenn er ihn angreift, aber der bringt ihn ja gar nichts. Ich muss mich entscheiden. Ich mach's ihm nicht ganz einfach, aber große Chancen haben wir nicht, ey. Wir haben noch 3 Leben. Und ein paar. Oh. Der hat 8. Wenn wir den spielen, dann kriegt er den nicht so leicht geheilt. Also sprich, wenn er traden will, kann er das tun. Aber er kriegt den nicht so schnell down. Vor allem, er hat 4 Leben. Das ist das Wichtige. Dass er eben mit Schattenwort Tod oder Schmerz halt nicht wegkriegt. Und hier kriegt er sie halt schlecht geheilt, ne? Ich meine, was kann kommen? Heilige Nova kann kommen. Aber selbst dann. Ganz verloren haben wir noch nicht, aber wie gesagt, also die Chancen sind nicht so gut, oder? Was sagst du, Auge? Okay. 4. Blöde ist, ich brauche halt jetzt immer einen Sport irgendwie auf der Hand. Der hat 6 Leben, der hat 6 Leben. Spielen wir ihn. Wirbelwind bringt uns jetzt nichts. Und ich muss eigentlich erstmal Rüstung anlegen, bevor ich die Waffe anlege. Damit wir noch ein bisschen Leben behalten. So, er kriegt natürlich jetzt Karten ohne Ende. Das heißt, er wird einfach im Riesenvorteil bleiben. So, er hat 8 Leben, wird sich sicherlich. Wow. Heilen, wollte ich gerade sagen. Und ich muss wieder eine Sportkarte stellen, um nicht zu sterben. Kriegt wahrscheinlich dann irgendwie noch einen Zauber, um alle zu zerstören hier. Wir haben nur 2. Also wir spielen eigentlich ihn. Spielen ihn, müssen wir. Und hoffen, dass wir einen wegkriegen. Ja. Schattenwort Schmerz und wir sind down. Ah, ne, sind noch nicht down. Er macht nur 4 Schaden, aber wir haben langsam kein Spott mehr. Also ich hätte auch abbrechen können, glaube ich. Trillt er rein? Ach Gott. Wir machen 2 Schaden.
Scheiße. Es fehlt ein Mana-Punkt. Zwei Schaden bringt uns nichts. Brauchen wir die nicht spielen? Die auch nicht. Er macht nur 4 Schaden. Trade. Sind immer noch nicht tot, ne? Krass. Die sind immer noch nicht tot. Er kriegt den nur mit dem tot. Ah, oder die Geschichte. Ja. Und das ist nicht mal der todesfreche Priester gewesen, den ich sehr gerne mag. Aber, ja gut, wir sind jetzt quasi hier in der ersten Nacht der neuen Season. Da treffen wir auch nochmal ein, zwei bessere Leute. Und ist ja auch nicht das schnellste Deck. Trotzdem sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn das die Freitagsfolge ist, was ich glaube, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bis bald, euer Gonchi. Tschüss.